Okay, also es geht los mit der chaotischen Viertelstunde und zwar heute über einen sehr, sehr schönen wissenschaftlichen Beitrag über ein Thema, was uns natürlich alle beschäftigt hin und wieder mal, nämlich wie schmecken Galaxien. Ja, und das Problem ist also, was wir hier betrachten, wir haben hier so eine Galaxie, das ist jetzt die Andromeda-Galaxie, das ist unsere Nachbargalaxie und jetzt stellt man sich vor, man beißt da jetzt so rein. Und wie würde es dann schmecken? Ja, das ist so die Frage jetzt. Okay, und dazu, ja? Die ist groß. Wo weiß ich rein? Also es wird ja angenommen natürlich, dass du eine überdimensionale Zunge hast und dass diese Zunge einiges auch aushalten muss. Ja? Das will ich schon mal vorausschicken. Ja? Aber gut, okay, stellen wir uns das vor. Jetzt ist die Frage, wie schmeckt es? Und dann ist natürlich, muss man sich natürlich damit befassen, wenn man diese Frage beantworten will, damit, woraus besteht denn eigentlich so eine Galaxie? Das heißt, was sind so die Inhaltsstoffe jetzt in dem Zusammenhang? Und da fangen wir jetzt mal ganz innen an. Hier ungefähr im Mittelpunkt, da besteht die Galaxie nämlich erstmal nur aus sehr, sehr dicht konzentrierter Materie, und zwar in Form von einem supermassereichen schwarzen Loch. Ich glaube, die Schrift ist groß genug, oder? Um das noch hinten lesen zu können. Und dieses supermassereiche schwarze Loch, also das nimmt man an, dass es dort sitzt. Man weiß auf jeden Fall, dass da eine sehr, sehr kompakte Masse sitzen muss. Und wenn es sich um ein schwarzes Loch handelt, dann ist es eine schlechte Nachricht für uns, weil das ist ein bisschen schwierig zu verspeisen. Das hier ist eine künstlerische Darstellung von einem schwarzen Loch. Und das Blöde ist jetzt an der Sache, es gibt da dieses sogenannte No-Hair-Theorem, falls da jemand schon mal was davon gehört hat. Und das sagt, dass schwarze Löcher keinen Geschmack haben. Okay, was schwarze Löcher noch anrichten können mit Galaxien, ist, wenn die schwarzen Löcher in regelmäßigen Abständen mit einer großen Menge von Materie gefüttert werden. Das heißt, wenn sich dichte Gaswolken um dieses schwarze Loch herum befinden, die dann so eine Akkretionsscheibe bilden, und vielleicht kennt jemand die Abbildung von, wie sowas dann aussieht, dann kann es sein, dass sich diese Akkretionsscheibe brutal aufheizt. Dann ist es sowieso schon mal aus mit dem Probieren, dann würde man sich den Mund verbrennen. Und dann solche gewaltigen Strahlungsausbrüche hervorruft, wie hier zu sehen ist. Das hier ist jetzt ein Bild von einer sogenannten aktiven Galaxie, wo das eben der Fall ist. Und die Galaxie, das ist dieser blaue Punkt da in der Mitte, beziehungsweise blau-weiß. Also der blau-weiße Punkt ist das, was vorhin kommt, der Andromeda-Galaxie. Ja, genau, also das Ding hier, ja. Und hier sieht man so Jets, die hier so auf jeder Seite rausgehen. Und diese Gebilde hier, die nennt man, also diese zwei hier, das nennt man sogenannte Radiokeulen. Das ist eine Aufnahme im Radiobereich, deswegen, also das ist einfach Materie, die da ausgestoßen wurde, die im Radiobereich Strahlung abgibt. Und diese Radiokeulen, die haben aber nichts mit diesen Keulen hier zu tun. Und das Problem ist mit diesen Radiokeulen, die bewegen sich rapide von einem weg mit beinahe Lichtgeschwindigkeit. Und das heißt, man kann gar nicht schnell genug hinterherrennen, wenn man die probieren will. Also gehen wir zum nächsten Inhaltsstoff. Gucken wir uns das Bild hier nochmal an. Und was man dann natürlich, woran man als erstes denkt bei so einer Galaxie, das sind Sterne. Ja? Das eine Galaxie, wenn man irgendjemanden fragen würde, was ist eine Galaxie, dann ist wahrscheinlich die häufigste Antwort so eine Ansammlung von Sternen. Ja, also hier sehen wir sogar mehrere Galaxien. Das eine ist hier die Andromeda-Galaxie, wie schon erwähnt. Hier unten haben wir sogar noch so eine Zwerggalaxie. Ja, da haben die öffentlichen Gelder einfach nicht gereicht, da hat man sich für sowas Kleines hier entschieden. Und jetzt ist die Frage erstmal, wir haben jetzt hier ganz viele Sterne, wir haben jetzt hier auch noch einen Haufen von Sternen und hier überall im ganzen Rest von dem Bild, was ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied zwischen den Sternen, zwischen dem einen Haufen von Sternen und dem anderen? Hat da irgendjemand eine Idee? Nee, das hat erstmal nichts mit dem schwarzen Loch zu tun. Mir geht es einfach nur darum, ab wann zählt so ein Haufen Sterne als eine Galaxie eigentlich? Okay, also es hat damit zu tun, dass diese Sterne hier, nur so am Rande jetzt,
dass die hier gravitativ gebunden sind an so eine, an diese gesamte Struktur hier. Das heißt, man hat eine Struktur von aneinander gebundenen Teilchen und also Sternen jetzt nicht unbedingt Teilchen, aber und diese einzelnen Bestandteile, die haben alle nicht die nötige Energie dafür, um aus dem Gravitationsfeld abzuhauen, während die Sterne hier außenrum, das heißt zumindest die, die hier in der Nähe sind und die im Hintergrund, die würde man sowieso jetzt nicht zu dieser Galaxie zählen, diese Sterne hier in der Nähe, die haben halt, sind halt nicht gebunden an diese Struktur. Das heißt, wenn man diese Struktur einfach wegziehen würde, irgendwo anders hin verschieben, dann wären die nicht von ihrer Bewegung mit ihrer Bewegung davon betroffen. Okay, also aber nun zu den Sternen. Ja, so ein Stern sieht jetzt so zum Beispiel, könnte so ein Stern aussehen. Das ist jetzt eine Fotografie der Sonne. Und Sterne sind auch blöd für kulinarische Zwecke, weil man sich halt meistens stark den Mund daran verbrennt. Und außerdem ist da ziemlich viel Helium auf einer Stelle konzentriert und das macht einem dann immer so eine hohe Stimme. Ja? Das ist alles suboptimal. Das heißt, wir denken uns jetzt, wir entfernen die schwarzen Löcher und wir entfernen die Sterne. Was bleibt dann als nächstes noch übrig? Und da bleibt dann noch eine weitere Komponente, an die man vielleicht erstmal nicht denkt bei so einer Galaxie, das ist das ganze Gas und der ganze Staub, der zwischen den Sternen den Raum ausfüllt. Und das sieht man hier, hier sieht man Indizien für diese Komponente zumindest, weil hier, oder man sieht diese Komponente sogar selber bei verschiedenen Wellenlängen, wo halt jetzt nicht das optische Licht der Sterne bis auf das mittlere Bild den Großteil ausmacht, sondern eben die Strahlung von diesem Gas hier im Radiobereich, im Infraroten, im Ultravioletten und im Röntgenbereich. Und man gibt dieser Komponente aus Gas und Staub auch den Namen interstellares Medium oder kurz ISM. Und jetzt ist die Frage, und dann gibt es sogar noch einen weiteren Inhaltsstoff, der den Raum zwischen den Sternen ausfüllt, und daran würde man jetzt überhaupt nicht denken, und das ist die dunkle Materie. Und die dunkle Materie macht überraschenderweise den Großteil der Masse von so einer Galaxie aus. Das heißt, was wir jetzt hier in diesem Bild hier gesehen haben, was wir als Galaxie identifiziert haben, das ist erstens nur der kleinste Teil, nur ein paar Prozent der Masse von so einer Galaxie tatsächlich, und es ist noch nicht mal auch von der Ausdehnung her die ganze Galaxie, denn man stellt sich zumindest so vor, dass so eine Galaxie, der sichtbare Teil von so einer Galaxie, hier eigentlich im Kern von der gesamten Galaxie sitzt, in der Kernregion, weil in dieser Kernregion ist das Gas erstmal dicht genug und auch kalt genug, um Sterne zu bilden und überhaupt so viel Strahlung abzugeben. Das heißt, man hat hier diesen dunkle Materie-Halo außenrum, und die schlechte Nachricht ist jetzt aber, der ist nicht essbar. Das heißt, man kann ihn nicht mal nur schmecken, er hat nicht nur keinen Geschmack, sondern, und das haben Forscher am CERN rausgefunden, dass die dunkle Materie noch nicht mal, dass man die noch nicht mal essen kann, man kann sie noch nicht mal greifen, man greift durch sozusagen. Ja? Das heißt, das eignet sich schon mal nicht für kulinarische Zwecke. Okay, aber wir haben jetzt eben noch dieses interstellare Medium, und da lohnt es sich jetzt ein bisschen genaueren Blick drauf zu werfen. Hier ist erstmal ein Foto von einem Teil des interstellaren Mediums der Milchstraße. Ich weiß nicht, ob man es von hinten gut sehen kann, aber so die ganzen kleinen Punkte hier, das sind alles Sterne, und hier ist das Milchstraßenband. Und es fällt sofort auf, diese dunkle Komponente hier, und das sind Staubwolken. Und dann haben wir an einzelnen Stellen noch solche Gebilde hier, das sind Emissionsnebel, beziehungsweise es gibt auch Absorptionsnebel, es gibt alle möglichen Arten von Nebeln, da findet man auch wieder so Staub, und da findet man große Gaswolken. Und das hier ist eine etwas reingezoomte Aufnahme, vielleicht könnte man sagen. Das ist nämlich jetzt das gleiche Objekt wie hier.
Nur hier ist ein Zoom-In auf eine Region, die als Sternentstehungsgebiet gilt. Und warum gilt die als Sternentstehungsgebiet? Es sind ja eigentlich überhaupt keine Sterne zu sehen. Zumindest nicht gut. Es ist so, dass Sterne sich bevorzugt in solchen sogenannten Molekülwolken bilden. Das hier sind jetzt diese ganzen farbigen Dinger hier, das sind Molekülwolken. Und dadurch, dass diese Molekülwolken, dass man da nicht durchgucken kann, sieht man auch die meisten Sterne nicht. Hier ist jetzt ein Bild, wo sich die heiße Strahlung dieser sehr, sehr jungen Sterngeneration, in dem Fall so eine Art Blase oder Loch durch diese Molekülwolken gefressen hat. Und man sieht hier, dass hier ganz viele Sterne entstehen. Ja, also das hat einfach, dass das die typischen Sternentstehungsregionen sind, hat einfach den Grund, dass für Sternentstehung eben diese Moleküle benötigt werden. Und es muss auch kalt genug sein und dicht genug. Das sind so die drei, vereinfacht gesagt, so die drei Kriterien. So, und jetzt hat man innerhalb von diesen großen Molekülwolken interessante Moleküle gefunden. Sehr komplexe Moleküle, zum Teil organische Moleküle, die vielleicht einen Aufschluss darüber geben können, wie das Leben entstanden ist oder ob es primitives Leben zumindest vielleicht irgendwo im intragalaktischen Raum gibt. Und dann stellt sich natürlich erstmal zwei Fragen, wie kommen diese Moleküle da eigentlich hin? Und die zweite Frage ist, wie schmecken sie? Leider kann ich die erste Frage in diesem Talk nicht beantworten, aber auf die zweite verspreche ich euch, gibt es eine Antwort. Ich habe hier eine Reihe von solchen Molekülen mal rausgefischt. Das Blöde ist, die Hälfte davon ist eigentlich giftig. Aber es geht ja nur darum, wie es schmeckt. Danach ist ja egal, man braucht nur den Geschmackseindruck. Und ich habe jetzt hier mal ein paar rausgegriffen, die einen besonders charakteristischen Geruch, sowohl Geruch als auch Geschmack haben. Also ihr seht einerseits hier unten links schon mal Ethanol und es gibt noch alle möglichen anderen alkoholischen Moleküle, die da vorkommen. Also die Message ist, dass ihr schon mal genügend habt, um euch zu besaufen. Und danach vermutlich blind ist. Ja. Ich muss noch dazu sagen, dass die meisten von diesen Molekülen in einer Form natürlich dort vorkommen, in einer sehr, sehr konzentrierten Form. Das heißt, es wird euch natürlich erstmal die Geschmacksnerven wegätzen. Aber wir nehmen jetzt mal an, wir könnten das irgendwie verdünnen. Ja? Und wir könnten das zu was Trinkbarem machen. Ja, okay, dann erstmal halt Alkohol. Ja? Oben links haben wir Schwefelwasserstoff. Nun bin ich, soweit ich richtig informiert bin, riecht oder schmeckt Schwefelwasserstoff nach faulen Eiern. Das ist schon mal nicht so guter Geschmack. Wir haben hier noch weitere Dinge hier, Aceton, wir haben Ethylen, Glykol und wir haben hier ein Highlight hier unten, das ist Ethylformiat. Und was dieses Ethylformiat für ein charakteristisches Aroma bzw. Geschmack sowohl als auch Geruch hat, soweit ich richtig informiert bin, ist der nach Himbeeren. Okay, das heißt, wenn ihr an der richtigen Stelle seid, könnte die Galaxie vielleicht nach Himbeeren schmecken. Es könnte natürlich auch, also es ist erstmal ein Erlebnis, was jetzt nicht so unangenehm ist vielleicht an manchen Stellen, aber an anderen Stellen, da ist es eher so süßlich und so ein bisschen Rumaroma auch. Ja, und da gibt es jetzt ein Zitat von dem Typen, der dieses Molekül entdeckt hat dort, dieses Ethylformiat. Der hat auf eine Presseanfrage gemeint, it does happen to give raspberries their flower, but there are many other molecules that are needed to make space raspberries. Und überhaupt sind natürlich die Himbeeren aus dem Supermarkt wahrscheinlich billiger. Okay, und das wäre dann auch alles gewesen. Gibt's Fragen? Okay, wenn es keine Fragen gibt, dann wünsche ich noch einen schönen weiteren Chaos-Treff.